Schlechter Film ist für mich schlechte Schauspieler, schlechtes Drehbuch und wahrscheinlich das Schlimmste, schlechte Bilder. Also ich bin immer beeindruckt von schönen Bildern, von schönen Farben, schöne Bilder einfach. Und schlechte Bilder in einem Film machen für mich auch einen Film sehr schlecht. Tut mir sehr schwer, mich dazu erinnern, weil ich das meistens verdränge. Also ich habe sicher sehr viel Schund gesehen, aber ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen. Ich merke mal, wenn es gut geht, die Guten. Ein sehr schlechter Film, muss ich sagen, war für mich Der Pferdeflüsterer, glaube ich, mit Robert Redford. Ich glaube, der hat so geheißen. Der Pferdeflüsterer hat für mich ja ein sehr schlechtes Drehbuch gehabt. Das war einfach eine sehr langweilige Geschichte. Dann war es außerdem nicht gut gespielt. Die Bilder waren vielleicht nicht so schlecht, man hat ja eine schöne Landschaft gesehen, aber das war es dann auch schon langweilig. Ein guter Film ist für mich einer, der mich fesselt, wo ich einfach wirklich gespannt bin, wie geht es weiter, wie endet das Ganze. Auch wenn die Bilder nicht so schön sind, aber er muss mich fesseln. I Love You, Philip Morris. Fand ich einen wirklich tollen Film. Da war es diese seltsame Wendigkeit des Drehbuchs, der Situation, dass immer wieder dieses Ajo, aha, auch unheimlich spektakuläre Bilder, die wahnsinnig schnell wechseln. Und einfach eine wirklich eine verrückte Story auch. Tolle Schauspieler. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, also ich habe das eigentlich noch nicht genutzt, aber ich überlege, vielleicht sollte ich mir in Zukunft schlechte Filme merken. Dafür wäre QKid sicher meine Plattform dann. Es ist sicher nicht schlecht, Leute vorzuwarnen.